So, wir fangen an. Ich fange an. Moin Moin, liebe Leute. Herzlich willkommen zur ersten Folge hier von der NF Match Map. Wieder zusammen in den großen Teams. 3 gegen 3 mal 3, wie auch immer. Wir sind 3 Teams, a 3 Leute. Bei mir im Team stelle ich auf jeden Fall nochmal vor: Hans, der Kanz und die Shelly. Moin. Hallo, ihr Lieben. Beim Speedy, muss ich jetzt einmal überlegen, ist Salazar mit am Start. Hallo. Und Tim. Und der Jim. Und der ausgeliehene Jim. Genau, hallo. Moin. Und auch Holger hat Leiharbeiter heute am Start. Ja, fest Uwe. Und genau. Jenny macht jetzt mit bei mir. Uwe. Und ich helfe aus als Lona dann heute im für die alte Helgoland. Läuft doch gut alles. Ja. Und wir haben gesagt, für die folgende Leute werden wir, wer ist es denn, diskret oder werden wir hier... Wollen wir ungestört sein, also jeder sozusagen, jedes Team geht in seine Räume, kann sich Strategie überlegen, kann was besprechen, die anderen werden es eh abgucken, aber dementsprechend... Ja, ja, nicht spitzeln hier heimlich hier übers Feld rennen. Sich wahrscheinlich so an Zuschauer auch natürlich, hier gerne auch natürlich, wenn ihr den seht bei dem anderen, schreibt in die Kommentare rein, was die Böses gesagt haben über uns oder was sie vorhaben, um uns hier zu schlagen. Ich bin gespannt, wie das Match sich hier weiterentwickelt, macht auf jeden Fall, also ich finde, es macht wieder richtig Laune. Die haben gar keine Chance. Ja, das weiß man nicht. Wir sind noch ganz am Anfang. Keiner hat bisher irgendwie ein Gebäude platziert oder irgendwie großartig seine Insel aufgekauft. Das wird einige Ingame-Tage dauern. Auf jeden Fall hat Holger schon seinen Taschenrechner rausgepackt. Holger rechnet schon, aber deswegen nehmen wir jetzt ganz viele Folgen auf. Wir haben ja auch 5 Felder schon. Ja, das stimmt. Ja, glaube ich auch, oder? Und Speedy hat sich, glaube ich, ja, schon die BGA gekrallt. Ah, Speedy. Alle BGAs. Hektarpreise sind gleich. Das halte ich für ein Gerücht. Also pro Feld, also pro Hektar. Auch. Ach so, ja. Ja. Hektar ist Hektar sozusagen. Außer Wald ist teuer. Natürlich BGA und sowas, ne? Und der Hofbauplatz ist ein bisschen günstiger gewesen. Das müsste aufgefallen sein. Der war gar nicht so teuer. 46.000 Ungrad? Ja. Die ganze Insel, glaube ich, ist auch ein bisschen günstiger, weil ansonsten wäre sie nicht bezahlbar, also das Nikoland. Naja, aber gut, brauchen wir nicht lange, ne? Wie gesagt, frohes Schaffen, bis später. Bis später. Buddy left your channel. Buddy left your channel. User left your channel. Channel switched. User joined your channel. Error. Guck mal, was habt ihr so vor? So, oh. Ich wollte gerade zuhören, was die erzählen da oben. Ja, die erzählen nur Blödsinn da oben. Ja, das war gerade hier Holger und Co. Okay, hätte er mal ein bisschen spitzeln können noch. Ja, deswegen. Ja, also wie gesagt, ich würde dann mal gerne noch gucken, was das eine Feld, was jetzt mit Mohn fertig ist. Habe ich ja gesehen, ist erntereif. Für uns, dass das noch kaufen vielleicht. Muss man gleich mal die Finanzen angucken. Dass dann vielleicht einer das dann vielleicht, wenn wir uns das leisten können, aberntet. Ich bin gerade dabei, Schwatt zu machen. Oder Grasschwatt eher gesagt. Naja, mit dem Striegeln bin ich jetzt hier so weit durch auf Feld 47. Alternativ hätte ich jetzt hier schon mal ein bisschen gedüngt. Ja, okay. Und ihr seid ja am Mähen, Schwan, Pressen? Okay. Ja, nee, noch nicht. Ich bin noch am Spatt machen. Feld 46. Ich glaube, das liegt nicht drinne. Ja, da muss auch ein bisschen Reserve. Ja, ja, nee, nee. Das hat sich schon erledigt. Aber ich kann noch mal gucken, ob noch irgendwas war. Die 40. Ja, da ist Mais drauf, da kommen wir noch nicht ran. ...34 waren auch nichts Tolles. 44. Denke, bringt das für die Finanzen?
Geht so. Na, ich denke mal, wir sollten mal die Finanzen noch ein bisschen beisammen halten. Na, ich mache mal ein bisschen Grasschwatt hier noch. Also mehr wie die halbe Million kriegen wir nicht gekriegt, oder? Nee, ich glaube, ich habe das eben ausgereizt. Ich habe, glaube ich, bis dahin auch nichts weiter gekauft. Ich kann ja nochmal gucken, aber... Oh! Also 372 krieg ich raus. Aber jetzt noch Feld 46 kaufen, 42, da das eine, weiß ich nicht. Was meint ihr beide? Also Jim sagte eben schon wegen, ne, Reserve und so, ne, besser ist. Ja, ein bisschen Reserve sollte man schon irgendwo ein bisschen haben. Ne? Wie teuer ist denn das Feld denn? 349. Ein bisschen doll, finde ich, glaube ich. Ja, ich denke mal, da hat Jim schon recht. Da sollten wir uns, wir kümmern uns erstmal um Silage, dass wir das hinkriegen. Das ist ja auch eine Höllenarbeit. Silage dürfte ja eigentlich wieder ganz viel Geld abschmeißen, ne? Ja, das ist jetzt erstmal Arbeit, aber dann kommt ja das Geld. Ja, ja, komm, wenn wir das jetzt machen, ne, also bis dahin werden wir das ja schon lange wieder fertig haben, bis die Zeit rum ist. Ja, vor allen Dingen da muss man so rum, wie das Feld wird es dann immer noch geben. Ja, sicher. Oder kann ich euch jetzt helfen mit Pressen? Kannst anfangen, also ich bin zweimal rum jetzt, ich fahre jetzt nur noch rauf und runter. Gut, weil die PS-Zahl reicht die nämlich für die Presse. Ja, ich meine, sonst kannst du auch meinen haben, also ich brauche hier keine Power. Ja, nee, 110 und der hat hier 104, 143 so rum PS. Also passt eigentlich. Ja, aber sonst kannst du den John Deere haben, also ist kein Ding. Muss nur mit den schiefen Bahnen hier so ein bisschen klarkommen. Vor allem in die Kurven. Ja, kein Problem. Gibt ja auch einen Rückwärtsgang. Oh Gott, was kann man denn hier alles einstellen, ey? Ach so, wegen den Pressen musst du einstellen, dass das, glaube ich, manuell, Es steht auf Standard manuell, da muss er hin einstellen, dass er automatisch abgibt. Ja. Y automatisch. Automatik Modus von Wickler. Ballenwickler ausschalten? Nö. Nee, sagt er. In dem Fall wollen wir ihn haben. Ja, das wäre sehr hilfreich. Aber du musst aufpassen, während er aus der Kammer nach hinten läuft, dann nimmt er nichts auf. Ah, also nochmal kurze Eating-Pause sozusagen. Ja, einmal kurz bremsen, zum Kaffeebecher einmal einen Schluck nehmen. Oh, der Klassiker. Ich hatte doch so im Hintergrund überlegt, ob wir auch irgendwo mal gucken, ob wir vielleicht ein paar Bäumchen mal so abmetzeln könnten. Was hält ihr davon? Wenn irgendwo zufällig ein paar Bäume stehen, die frei rumstehen. Ja, zumindest oben bei der Holzfabrik, wa? Neben dem Feld, was du da schon mal gekauft hast. Ich weiß ja nicht, ich müsste mal gucken, was Hackschnitzel bringt, aber Bäume, weiß ich nicht, ob du die hier irgendwo groß verkaufen kannst. Hackschnitzel wäre ja auch ein bisschen was bringen. Aber müssen wir mal gucken. Und das war so mein Gedanke, was man noch vielleicht noch machen könnte, wenn man mal ein bisschen Luft hat irgendwie. Aber mal gut, die Gerätschaft muss man auch noch haben. Entweder machen wir es mit der Kettensäge.
Wenn du nur auf Hackschnitzel aus bist, dann würde ich gucken, ob die Boonstick zu holen ist. Ja, dachte ich nur so, dass man, so, ne, ist ja auch ein bisschen Geld, was man noch reinkriegt. Zumindest, ich sag mal, nur die, die frei rumstehen, sag mal. Ich will da jetzt nicht irgendwie einen Wald platt machen oder so. Und tiertechnisch, was wollen wir uns da so gedanklich festhalten? Ja, jetzt ist die Frage, Pferde, bringen Pferde wirklich so viel? Weil die ja nun wirklich sehr schnell auf Pferde gegangen sind, um natürlich den ersten Tag dann mitzunehmen wahrscheinlich. Ja, weil der Helfermod bringt ja auch nur was, aber ich denke mal, ja, den wollte ich eigentlich, also von meiner Seite aus, wollte ich den eigentlich deaktivieren, ganz bewusst, aber das hätte man natürlich auch schon vorher absprechen müssen. Ja, na, gehen wir davon aus, der Drops ist jetzt gelutscht, oder? Weil sie sich das ja nun schon geholt haben. So ist es. Oh, 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 oh. Alter, durch den Windhauch habe ich den Rundpeil zum Rollen gebracht. Der liegt jetzt im Wasser. Ich habe den nicht berührt. Ja, weil Schweine wäre, sage ich mal, ja, ein bisschen heftig, weil du ja nun wirklich Zuckerrüben und den ganzen Kram brauchst. Da. Ja, du brauchst so viel. Und Kühe. Und der Gewinn daran, ja, aber ist genauso wie bei Kühen, der Gewinn unterm Strich. Kannst du ja lieber Hühner hinklatschen, auf Deutsch gesagt. Bisschen Getreide reinschmeißen und gut. Also Pferde denke ich mal auch, weil das ist ja eigentlich auch kein großer Aufwand, ne? Also einmal ein bisschen Heu, Stroh, ein bisschen Hafer. Wollen wir nebenbei auch so ein angemessenes kleines Silo für Silage hier bei der BGA machen? Ja, ne? Ja, dass wir da insgesamt dauerhaft ein bisschen Silage rumliegen haben. Ja, ja, weil man hat ja vielleicht doch mal eine Sekunde Zeit, da wir ja nun fünffach spielen, ist ja anders wie bei uns auf einem anderen Projekt. Dann kann man ja immer mal ein bisschen was reinschaufeln. Wir müssen auch nur aufpassen, wenn wir jetzt nachher die Ballen reinschmeißen. Ich werde den Anhänger auch nicht ganz voll machen. Man muss ja eigentlich nur berechnen, dass die BGA ja nun, ich weiß ja nicht, wie hoch hat er die eigentlich eingestellt hier? Hat er das gesagt? Nee, ne? Müssen wir schauen dann. Nicht, dass wir da, ich sag mal in Anführungsstrichen, jetzt 70.000 laden an Kapazität und er nimmt nur 35.000 oder 50.000 an, dann schmeißt du ja den Rest, der ist ja weg. Nee, die liegen dann so ganz im Ganzen rum. Bin da ganz sicher. Außerdem hat er vorne den Annahmetrigger, ich glaube, wenn er es so gemacht hat. Weil sonst notfalls würde ich dir dann lieber früher. Welche Rundballen sind das denn? Die 1,3 Meter, ne? Ich denke schon, ja. Die Ultima hat er 1,5, glaube ich. In LS17. Müssen die 1,3er, glaube ich, sein, ja.
Was machst du denn da, Männchen? Bisschen Silage bei den Schubsen. Wollte wir noch ein bisschen Gras da mitnehmen. Aber wie war das? War das nicht normalerweise so, dass du die BGA besitzen musst, um Silage zu verkaufen? Eigentlich schon, ne? Also frage ich mich ja, wie er die Silageballen verkauft hat. Weil bei der BGA kriegst du ja das meiste. Ja, aber sofort kriegst du das woanders. Das ist richtig. Aber ein anderer Kurs. Ja, aber da hat er hat das über... Wir sind mir doch entgegengekommen. Okay, dann muss er das irgendwas mit Gärtnerei oder so, denke ich mal. Weil sonst, wo sollte er das hinbringen? Außer er hätte genau. Das jetzt bei Raiffeisen oder annähernd da irgendwas gemacht. Also, solange du die BGA ja nicht besitzt, kriegst du ja auch das Geld nicht. Jungs, ja gut, Geld. Bist du eh erst ab 0 Uhr. Gärtnerei Ost 548. Das sind ja wir, ne? Ost, ja. Das ist auch ein guter Kurs. 500 ist nun nicht gerade wenig, ne? Das hat er auf der Marschkarte ja nicht. Na, haben wir aber auch nicht Wirtschaft leicht. Nee, das stimmt. In welchem Wasser hast du denn das Ding versenkt? Da, wo du jetzt bist. Da ist er irgendwo reingekullert. Hier kann ich irgendwas angeblich hochheben. Ja, ich sehe schon, das weiß sah ich schon. Eine Runde rumgehüpfe und schon haben wir.
Zeit rennt auch, also 20 Minuten ist ja gar nichts, ne? Richtig. Da sagst du was. Gerade mal angefangen mit dem Feld hier. Also alles gut. So, ich denke mal, haben wir die Zeit erreicht. Jetzt haben wir auch nicht gesagt, wo wir uns treffen. Ne? Naja, zumindest sind sie noch alle in ihren eigenen Channels. Oh, da hat er ein kleines Blümchen liegen lassen. Ja, da liegt ein heilender Umbruch. Ich habe auch nicht alles ganz sauber getroffen. Kommt beim nächsten Mal mit. So, das müsste man normalerweise den anderen stören, ne? Ja, weil die angekündigte Minute ja auch wieder um ist. Ja, eben. Seit zwei. Moment. Na dann. Channel switched. User joined your channel. User was moved to your channel. User joined your channel. User was joined to your channel. User was moved to your channel. Buddy joined your channel. Buddy was moved to your channel. Event. Guten Abend. Ja. Moin, moin. So, sagst du, Jenny guckt genau auf die Uhr. Ich hab's zumindest mal im Auge behalten, die Uhr. Das stimmt. Machen wir eine Stundenfolge. Genau. Das muss ja auch nicht sein. Wir sind gerade so im Flow hier drin, ne? Ja, 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 deswegen. Durch Zufall auf die Uhr geguckt. Was? Du hast ja bestimmt einen Wecker gestellt, so eine Eieruhr. Wahrscheinlich, ja. Dann zack. Nun müssen wir aufhören. Kannst du Holger gucken. Ein bisschen unterstützen heute? Ja, ein bisschen. Hat er dich gut eingeplant? Ich konnte soweit zumindest alles machen. Noch bezahlen, Holger. Soweit aushelfen. Was? Was? Hä? Das ist doch Lona. Das wird teuer. Abgeworben. Ja, nee, da müssen die anderen Teammitspieler hier ja mit Recht haben. Also du kannst ja nicht einfach sagen, du nimmst jetzt jemanden raus und das nimmst Jenny. Nee, nee. Geht's nicht. Hier. Ach, so ein Tausch machen. Das geht nicht. Ja, aber gut. Dann war das tatsächlich schon die erste Folge und so schnell sind schon wieder 25 Minuten rum. Man merkt, wie die Zeit geht wieder so rum wie der L17, obwohl man da noch ein bisschen Produktion mit betrieben hat. Jetzt ist trotzdem, finde ich, immer zack, Wahnsinn. Wir, dran. Wir werden, ja, wie gesagt, die Folge ist jetzt ja am Montag, ist ja zum Glück für einige eine kurze Woche, eine Feiertagswoche mit Unterbrechung, einige haben bestimmt auch Brückentage, nicht mehr Urlaub genommen oder so, ich nicht, aber wir werden trotzdem morgen Abend, am Dienstagabend wieder streamen, um und bei 8 Uhr, ja, ja, altbekannten Zusammensetzung und daher bleibt von mir nicht mehr übrig, also zu sagen danke, danke fürs Mitspielen, danke fürs Zuschauen. Dann, ja. Dann bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Bis morgen. Ciao. 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 Ciao.